Dein wievielter Printer ist das und wie empfindest du die Entwicklung des Formats? Ich muss mal nachdenken. Ich glaube, es ist das dritte oder das vierte Mal, dass ich Printday bin. Printday ist ja an sich ja schon ein Erfolgsformat, das nur schwer zu toppen ist. Aber ihr habt ja auch dieses Jahr gezeigt, dass ihr mit den Inspirations, Stand-Ups doch wieder immer wieder neue Formate findet oder neue Kleinigkeiten findet, um den Printday weiterzuentwickeln. Finde ich gut. Ihr wurdet ja gestern ausgezeichnet für das Publishing-Projekt des Jahres, das ihr bei Weltbild durchgeführt habt. Ja. Und das Projekt bei Weltbild hat ja gezeigt, dass auch Firmen immer noch darauf setzen, ihre Katalogstrecken zu automatisieren, zu innovativ zu bearbeiten. Wie siehst du das heute? Machen das noch mehr Firmen? Ist das immer noch ein Thema? Es hat uns natürlich total gefreut, dass die Arbeit oder die Zusammenarbeit mit Weltbild honoriert wurde, weil Weltbild natürlich schon eine der namhaften Unternehmen ist im Versandhandel. Von daher ein Katalogprojekt mit Weltbild zu machen, ist schon A, eine Herausforderung und B, was wirklich Besonderes, weil die Latte schon relativ hoch hängt dann. Zeigt aber auf der einen Seite, dass wir, dass ein Unternehmen wie Weltbild ja nach wie vor noch auf den Printbereich zählt. Es ist aber auch bei allen anderen Projekten ein ganz wichtiger Bestandteil der Ausgabekanäle. Das heißt, es gibt eigentlich so gut wie kein PIM- oder MDM-Projekt, in dem nicht Datenblätter, in dem nicht Kataloge oder andere Dinge, Etiketten produziert werden. Wenn ihr gerade im MDM- oder PIM-Kontext mit Kunden redet, wer bringt das Print-Thema auf das Tableau? Sind das immer noch die klassischen Menschen in der Marketingabteilung, die sich um Print kümmern? Oder sind es auch andere Gruppen? Das ist tatsächlich recht unterschiedlich. Die Klassiker sind schon natürlich schon nach wie vor dabei, die Grafik- oder die Marketingabteilung, die entsprechend auch Know-how bringen. Was mich fasziniert, ist, dass wir mit immer mehr digitalen Menschen eben zu tun haben, mit digital Verantwortlichen. Und was mich dann auch immer wieder überrascht, ist, dass die Chancen, die Möglichkeiten, das Potenzial von Publishing und was mit automatisiertem Publishing geht, so gar nicht bekannt sind und dann immer wieder für Erstaunen sorgt. Von daher ist es nach wie vor ein spannendes Thema und ich glaube, wir können da noch viel bewegen. Super, vielen Dank. Danke, gerne.